So, Freunde, dann ist es auch schon die nächste Folge für euch. Selbe Aufnahme noch für mich. Und ja, wie gesagt, Gamescom wird aktuell bleiben. Wird auch aktuell sein. Dann werden wir mal gucken. Oder wie gesagt, ich werde gucken, da einige Leute von euch zu treffen. Da freue ich mich, wie gesagt, richtig, richtig drauf. Und ja, auch einige, mit denen ich zusammen streame, die werden ja da sein, haben sich schon angekündigt, wollen sich auch mit eintreffen. Mal schauen, ob es dann auch wirklich was wird. Weil man kennt es ja, es wird viel gesagt. Da hat man so vielen Leuten zugesagt, dass man nachher dann da steht und denkt, Momentchen mal, da war irgendwas. Nee, das schaffe ich nicht mehr und sowas. Deswegen, ich bin da sehr gespannt. Ich denke, bei den Nico werde ich treffen, wo ich den Vanilla-Server ja praktisch geschenkt bekommen habe von ihm. Und ich hoffe auch noch einige andere Leute und ja, einfach mal gucken. Was? Jetzt habe ich hier eine E-Mail von Unity Media bekommen, da werde ich jetzt kurz mal reinschauen und dreimal schneller surfen, was? So bunt wie das Leben, das neue Freeplay Fly. Wer sagt, dass man nicht alles haben kann? Bla bla bla, aus Freeplay Fly können sie sich bla 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 bla. Für 5 Euro mehr im Monat. Ja, ich meine, es hört sich zwar nicht schlecht an, aber ich habe gerade erst geupgradet und ich bin noch nicht in trockenen Tüchern, was das Finanzielle angeht. Deswegen muss ich da ein bisschen Auge drauf halten, bin ich ehrlich. So, ja cool, jetzt haben wir schon das nächste Gebäude hier mitgenommen. Ich muss auch mal wahrscheinlich so ein paar Ziegen hier killen. So, ich brauche nämlich die Lederhaut, die ich nicht mitnehmen kann, weil ich wieder voll bin. Wow, das ist so ein Scherz jetzt, oder? Ah, Moment, das kann man stacken. Die Laterne kann oben rein. Das kann oben rein, das kann oben rein. Dann brauchen wir bald schon wieder einen neuen Rucksack. So. Wie gesagt, ein paar Gebäude haben wir jetzt schon gefunden. Mehr als wir schon im hier irgendwie im sonstigen Life in the Woods gesehen haben. Beziehungsweise auch auf dem Server. Da haben wir auch schon einiges gesehen. Bei Landeslabor, das hat Ewigkeiten gebraucht, irgendwie gefunden zu werden. Ich muss gerade selber so ein bisschen innerlich schmunzeln. Tage war noch so in einem Stream ein Thema gewesen, so von wegen, ey, der Romiat, ne? Ich bin da richtig, ich beneide darum, dass der so frei Schnauze reden kann und dies und das, wo ich jetzt sagte, ja, das kommt irgendwann. Wenn man so auf meine alten Videos zurückguckt, auf YouTube, war es auch kein Doi besser im Endeffekt. Sondern eher ganz im Gegenteil, ne? Also ich habe da richtig Probleme gehabt, irgendwie eine Wortfindung zu kriegen, beziehungsweise über Gott und die Welt zu erzählen. Ja, es passiert natürlich im Real-Life-Alltag so viel, dass mittlerweile auch einiges zustande kommt, auch wenn das meiste immer ist, ja, das hatte ich jetzt bei mir getan, so und so sieht's aus. Oder wie jetzt in dem Fall, wir reden gerade über die Gamescom und alles total genial. Ich freue mich, wie gesagt, richtig auf die Gamescom dieses Jahr. Ist ja nach, ich glaube jetzt 3 Jahren, ich weiß gar nicht, Pause jetzt das erste Mal wieder. Wie gesagt, auch einige Leute haben sich da schon angekündigt. Im Endeffekt geht es mir dieses Jahr nicht darum, irgendwie auf der Gamescom die meisten Spieletitel mit zu erleben, beziehungsweise die ganzen Events. Ist schon interessant, wenn man dann Augenschmaus ergattern kann, alles wunderbar. Aber in erster Linie steht bei mir ganz oben, vielleicht die Leute zu treffen. Mich so Auge in Auge mal mit denen unterhalten zu können. Ne? Wie gesagt, wenn man mit den Leuten halt zu tun hatte, wie streamtechnisch oder wenn man damals zusammen aufgenommen hat, hat diese Leute aber noch nie zuvor gesehen, freut man sich natürlich umso mehr. Ich sag ganz ehrlich, ich freue mich darauf, den Nico dann endlich mal kennenzulernen im Real Life. Man hat es so nur über die Cam gesehen, sich halt nur per Teamspeak und Co. unterhalten und. Und das war's. Hat nie wirklich die Leute Real Life technisch kennengelernt. Oder zum Beispiel Hazardloom. Das ist einer, der praktisch fast seit dem ersten Tag oder seit sehr, sehr langer Zeit auf meinem YouTube-Kanal dabei ist und mich auch regelmäßig noch immer anschreibt und auch fragt, ob man da mitspielen kann. Wo ich in letzter Zeit leider Gottes immer vertrösten muss mit einem Nein, weil die Tage war es GTA heiß technisch. Habt ihr auch ein paar Aufnahmen gesehen? 4 Aufnahmen habe ich gar nicht irgendwie gemacht, weil die heiß doch so beschissen liefen. Zum Beispiel, mein letztes Mal hatten wir jemanden dabei, haben uns eigentlich fest vorgenommen, wir schaffen das jetzt. Es lief alles super. Es lief alles super. Und dann kommt der tolle Romiat-Effekt. Ne? Wir sind im letzten Akt, wir hätten nur noch ins Flugzeug steigen müssen. Wir hätten nur noch starten müssen. Der Gefangene war draußen. Und
was passiert, was nur an Romeo passieren kann. Romeo stirbt. Romeo stirbt, aber so übel. Erstmal, die Server haben wieder rumgesponnen. Oh, oh, Werwolf. Den müssen wir killen. Die Server haben wieder technisch rumgesponnen, weil wieder ein Event gestartet war. Also sprich, doppelte XP für Heiß und so weiter und so weiter. Und der andere Punkt war halt gewesen, oder muss ich das Bett auf jeden Fall nach unten ziehen. Upp, upp. Ja, durch den Lag ist es gekommen, wie es kommen musste. Die hat nur ins Flugzeug steigen müssen. Es taucht auf einmal ein Polizist auf. Er hat mir so fett mit der Shotgun eingegeben. Ich musste nur noch einsteigen. Mein Charakter war schon dabei einzusteigen. Hat mir so einen Schuss gegeben. Ich bin in den Propeller geklatscht. Und zack, war Mission wieder failed. Ich habe mich so geärgert. Es war der erste Run, der so super lief. Wirklich, wir haben uns im Gefängnis durchgeballert. Mit demjenigen, der uns da unterstützte. Alles war tadellos. Und dann diese beschissene eine Stelle. Diese beschissene eine Stelle. Es soll irgendwie nicht sein, dass wir diese Heiß irgendwie packen. Manchmal habe ich echt das Gefühl, irgendwie, entweder bin ich zu doof oder ich habe keine Ahnung. Wo ich manchmal echt die Heiß-Mission einfach sein lassen wollen würde. Das Kuriose ist einfach, wir haben damals diese Heiß-Mission alle schon geschafft gehabt. Wir sind alle durch gewesen. Es ging auch nur noch darum, den Geldobolus einzufahren mit den Motorrädern die Stelle. Wer GTA kennt, weiß es wahrscheinlich, was ich meine. Und praktisch dann abzusahnen, ja. Und durch einen tollen Hacker, den wir da am Start hatten, war mich ein Feld. Keine Ahnung, alles weg. Ne, keine Kohle, kein gar nichts. Keine Mission geschafft. Und du stehst natürlich wie doof da. Bestellt und nicht abgeholt, sag ich mal. Und das war übel. War wieder so ein typischer Schlag ins Gesicht und deswegen stehe ich jetzt praktisch ohne Heiß da, versuche alles mitzumachen. Aber es soll nicht sein. Es soll nicht sein. Auch wenn die am meisten Kohle bringen. Jetzt, wir haben mehrere Male so Events gehabt mit doppelter XP, wo wir diese Mission machen können. Ja, zum Beispiel klau das Flugzeug und bring es da zum nächsten möglichen Flughafen. Mach dies, mach das, mach tralala, mach hopsasa. Haben wir alles gut gemacht, aber die heißt. Die heißt, die. Machen nicht alle. Ja, Motorradclub bin ich auch in einen, wo ich momentan unterstütze. Haben wir beim letzten Mal richtig gut auch gemacht, wo es die doppelte heiße XP gab. Besorge Material, bring es da und da hin. Oder fahr da und da diese Lieferung ab, ne? Und dies und das. War alles super. Und dann kam wieder besagter Serverabsturz, den es in letzter Zeit häufiger gibt in GTA wohl. Zumindest laut Aussagen der anderen Spieler, die da ziemlich häufig aktiv sind. Ja, und dann stehst du da. Na, musst du wieder neu einloggen, dann warst du auf einem öffentlichen Server und nicht mehr drüber nachgedacht und dann wirst du da von einem den anderen Punkt halt gekillt, gelegt, whatever. Und das ist alles under revision. Alles under revision, hast du nicht gesehen und so, ne? Ja. Ja, aber um zurück aufs Thema zu kommen, so von wegen viel Gerede und keine Ahnung was. Und ja, habe ich ja gesagt, es kommt alles von selber irgendwann. Und alte Videos, dies und das, genau, habe ich halt schon erzählt. Ja, und jetzt überleg mal, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jährchen, ein paar Monate, was weiß ich nicht was. Und ja, man kann einfach über alles reden. Über alles, wenn es Alltag ist, was dir passiert ist. Oder andere Geschichten, wie jetzt zum Beispiel das mit meinem Chef, der versuchte mich da anzurufen und das. Das erzählst du natürlich, ne? Muss ja keine Namen fallen. Oder was man auch mal gerne hat, das war dieses tolle Video, was ich da zwischendurch mal gemacht hat. Wenn da irgendwas passierte, was dir so gar nicht passt. Wenn man nicht an die Leute rankommt und pam, einfach trotzdem das sagen will, was man eigentlich sagen wollte, klären wollte, aber man immer abgeblockt wurde. Ne? Und ja, so kann man eigentlich reden. So kommt das Ganze zustande, bin ich ganz ehrlich. Und da gibt's kein du bist Entertainer oder sonstiges. Das ist alles Training wie Fahrradfahren. Oder was weiß ich nicht, was das kommt irgendwann. Man muss es natürlich wollen, das ist der nächste Punkt. Ne? Wenn man natürlich irgendwie dasteht und will es gar nicht, dann Prost Malzer, was ist das denn hier? Lol. Das ist ja lustig. Man muss es natürlich wollen, ne? Antiker Stab, oh, lecco mio. Salz können wir da oben tun, was können wir denn noch oben tun? Hier, Eisen.
Die Bäume will ich gar nicht. Das sieht lustig aus. Ja, auch, dass die so dimmeln irgendwie. Keine Ahnung. Cool. Auch wieder so ein Ort, den ich so noch nie gesehen habe. Hier mit kleiner Wasserumrandung und so. Ist ja eigentlich ganz nice. So, also wurde ich schon wieder abgelenkt. Nee, aber wie gesagt, das kommt dann so nach und nach, ne? Und man erzählt, blablabla. Und sei es irgendwelchen Unmut, der gerade so am Herzen liegt, ne? Zum Beispiel dieses jetzt um die hier rum, weil der erste FC Köln heute gewonnen hat. FC Köln hat gewonnen. Ja, wenn es der Unmut ist, weil dir irgendwas nicht passte. Oder ein typisches: Hey, toller YouTube-Kanal, super Video. Hat mir alles sehr gut gefallen. Mach weiter so. Ich hoffe, noch viele Videos von dir zu sehen. Hey, aber schau doch mal auf meinen Kanal vorbei. Ich mache auch seit geraumer Zeit YouTube-Videos. Vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps für mich parat. Und kannst du mit Rede-Antwort-Taten zur Seite stehen. Und wenn ich das, dann noch vieles anderes. Dein treuer Fan, der Hans-Peter Andersen. Wat? Ja, und so weiter und so weiter. Es ist halt... Es nervt halt. Es nervt tierisch, keine Ahnung. Verbrauchter antiker Stab und wir haben noch einen antiken Stab. So, dann tun wir auf jeden Fall hier rein. Zuckerrohr kommen auch hier rein. Guck mal, das kann alles decken, das ist schon mal nice. Haben wir noch einiges zu essen, was wir gleich nach und nach verbrauchen. Aber dann macht man halt solche Ansagen in Videos, weil wie sollst du sonst anders an die Leute rankommen, ne? Ich ziehe zum Beispiel einen Hut vom Mund drauf, der sich da wirklich eine Viertelstunde hingesetzt hat, mit seiner Webcam einfach eine Aufnahme gestartet und sagt so: Leute, ich hoffe, man hört mich, dies und das. Ich habe da Folgendes: Mich kotzt zurzeit an, dass da irgendwelche Hinz- und Kunstleute auf meinen Kanal kommen. Ich sage das einfach in meiner Sprache, ja, um so ein bisschen Kürze reinzubringen. Die denn wollen, dass man auf seinen YouTube-Kanal geht. Schau doch mal bei mir vorbei, dies und das und tralala und Aussasser. Ne? Wo er genau wie ich sagte, so von wegen: Ey, dann probier es doch selber, schaff doch selber dir irgendwie so eine Base, ne? Dass du auch weißt, was hast du geschaffen und keine Ahnung was, ne? Wenn ich jetzt sehe, so, ich bin zwar jetzt wieder unter 600 Follower, aber ich habe knapp 600 Follower auch erreicht. Nicht durch Werbung machen, sondern einfach stupides Aufnehmen. Stupides Erzählen und ja, einfach Spaß mit der Sache haben. Keine Ahnung. Waren wir hier schon? Keine Ahnung. Ja, aber das ist so, ja, keine Ahnung. Das ist. Ja, ich kann Mundraub da verstehen. Es nervt halt tierisch. Ganz ehrlich, es nervt halt richtig extrem. Ja, wenn du jeden Tag auf deinen Kanal kommst oder eine E-Mail bekommst, so, hey, yeah, du freust dich, einen Kommentar bekommen zu haben, aber nein, das ist kein Kommentar, sondern ein: Hey, tolles Video, schau doch mal bei mir vorbei, du bist echt ein Top-Mann, ich hoffe noch viel von dir zu sehen und tralala und hopsasa. Wir haben es auch so geschaffen. Wenn ich das wollen würde, ne, würde ich sagen, okay, hier könnt ihr Werbung machen und am Video sagen, keine Ahnung was, pam, haut raus. Aber hey, ich will es nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich unterstütze jeden, der irgendwie Fragen hat oder keine Ahnung was, ne? Habe ich eh und je gemacht, ne? Und viel trauriger macht mich denn, wenn diese Leute auf einmal Gegenteiliges behaupten, so, ja, man kennt sich nicht, dies und das und man hat dies und man hat tralala, ne? Das ist viel schlimmer. Ich ärgere mich dann auch immer wieder, dass ich diesen Leuten geholfen habe, ne? Weil auf der einen Seite tun sie so, als wären sie dir voll dankbar. Und auf der anderen Seite sind sie nicht. Gar nichts. Das war mich richtig traurig, bin ich auch ganz ehrlich, ne? Hier waren wir schon. Gehen jetzt praktisch wieder zurück, alles klar. Na egal. Herkules-Setzling, den können wir wegschmeißen, hab ich keinen Bock drauf. Wird gleich schon wieder dunkel. Ich darf nicht zu oft rennen. Nicht vergessen. Ja, oder wie wir zum Beispiel auch in letzter Zeit häufiger haben, ist du streamst. Und uns sind da so einige Kunden aufgefallen. Angeblich wollen sie einen nur irgendwie raiden. Und wenn man aber auf deren YouTube-Kanal schaut, es ist Respekt davor, dass du viele Zuschauer hast, ne? Viele Abonnenten, keine Ahnung was. Aber hey, versuch da nicht irgendwie durch Stress machen auf dich Aufmerksamkeit zu gewinnen. Keine Ahnung, das ist lächerlich. Da gehe ich aber gleich weiter drauf ein im nächsten Video. Jetzt sage ich bis gleich, für mich geht's weiter. Bis gleich.